Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Stardew Valley Trick bzw. Glitch. Ihr müsst warten, bis ihr die heiße Quelle freigeschalten habt bzw. bis ihr eine riesen Explosion hört und ihr könnt dann oben, dort wo die Zugschienen bzw. da wo ihr die ganzen Sachen für eure Farm sind, upgraden könnt und sonst was, oben rauf gehen. Hier findet ihr dann Zugschienen und eine heiße Quelle. In dieser heißen Quelle könnt ihr einen Energie- bzw. Schrägstrich Ausdauer-Glitch machen. Danach, wenn ihr diesen Glitch macht, habt ihr unendlich Energie. Hier sehen wir uns das an. Wir laufen hier zur heißen Quelle, laufen hinein, gehen unter Männer bzw. Frauen, dreht euch um, nehmt hier die Sichel oder das Schwert, was ihr halt habt, was halt schneller geht. Ich in meinem Fall habe hier das Schwert. Benutze das so lange, bis ich mich unten in die Mauer geglitscht habe. Wenn ich mich in die Mauer geglitscht habe, seht ihr hier, wie ich langsam verschwinde und wieder auftauche, kann ich nach rechts gehen. Rechts dort, wo die heiße Quelle eben ist. Betrete diese dann sozusagen. Erstell mir hier einen Zaunpfahl und stell diesen ins Wasser. Hier in die heiße Quelle. Wenn ich diesen hier in die heiße Quelle stelle, kann ich dann rausgehen, wieder reingehen und X drücken. Und schon seid ihr sozusagen, wie wenn ihr die ganze Zeit im Wasser wärt. Ihr könnt jetzt in das Welt von Stardew Valley so umlaufen. Natürlich sieht das jetzt etwas merkwürdig aus. Außerdem müsst ihr euch jetzt ein bisschen dran gewöhnen, wenn ihr zum Beispiel Bäume umfällt, dass ihr ein bisschen anders steht. Ihr könnt auch reiten, nur alles sieht halt etwas merkwürdig aus. Aber ihr habt unendlich Energie. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eure Farm herrichten wollt, alle Bäume dort niederfällen wollt, könnt ihr das machen. Ihr werdet nicht müde. Ihr könnt in die Minen gehen, könnt dort jede Menge, sage ich mal jetzt, an Zeug abernten. Ihr werdet nicht müde. Außerdem habt ihr eben auch kein Problem mit den Gegnern. Das war's im Prinzip eigentlich schon. Wenn ihr wieder raus aus diesem Glitch oder beziehungsweise Bug wollt, müsst ihr ins Bett gehen, speichern und das Spiel verlassen und wieder neu starten. Wenn ihr das Spiel wieder neu startet, seid ihr eigentlich wieder normal. Ihr könnt das aber auch jederzeit wieder neu machen. Danke fürs Ansehen von Video.